So Leute, willkommen bei meinem Replay von League of Legends. In diesem Let's Play möchte ich die verschiedenen Champions von League of Legends euch vorstellen, wie ich sie spiele, mit welchen Meisterschaften, mit welchen Runen. Die Uploads dieses Projekts werden sehr unregelmäßig vorgenommen, also beschwert euch nicht. Was ich aber hoffe, was ihr tut, ist, und zwar könnt ihr mir unten in den Kommentaren immer wieder schreiben, wenn ich einen Champion gespielt habe, wie man ihn besser spielen könnte, ob euch das Video gefallen hat. Und ansonsten viel Spaß jetzt mit den Meisterschaften und Runen und danach mit dem Replay. Dies sind die Meisterschaften, die ich in diesem Spiel verwende. Hier seht ihr die Runen, die ich in diesem Spiel verwende. Und damit sind wir im nächsten Replay. Wir spielen heute Evelynn. In unserem Team Alexander mit Yura Kog'Maw. The Brutal Hunter mit Xin Zhao im Jungle. Driftler mit vulkanischer Wukong und Magix Owns alias Rengar. Im Gegnerteam haben wir Amumu, Leona, Tundra, Fitz, Draven und Yorick. Beide Teams total eklig. Und ja, ich weiß, ich habe immer noch diesen Bug da drin. Tut mir leid. Kann jetzt so die letzten paar Folgen ja nicht weitergehen. Wird's wahrscheinlich, aber naja, was soll ich. Yorick, Dschungel gegen Dschungel, Adigari gegen Adigari und Support gegen Support. Mich interessiert gerade mal was. Okay. Gut, wir spielen Evelynn. Evelynn ist cool. Ich mag Evelynn. Vor allem in der Mitte geht die übelst ab. Gut, viele Leute fangen jetzt wieder an, sie im Jungle zu spielen. Ich persönlich bin da kein großer Fan von. Für mich ist sie ein AP mit Burster und das wird auch immer so bleiben. Ja? Ganz im Ernst. So, da ist der Fitz unterwegs. Wir haben mit Schuhen drei Healpots gestartet. Der Fitz hat keinen Healpot dabei. Das habe ich nicht ganz gerallt. Warum der Fitz kein Hip-Hop benutzt? Aber naja, ist ja nicht weiter schlimm. So, Evelynn, was kann Evelynn? Evelynns passive Schattenlauf. Dabei ist es so, dass Evelynn sich andauernd im Schatten versteckt. Ihr seht, sie ist so leicht unsichtbar. Und sie kann nur von wirklich Gegnern ganz nah in der Nähe, also ungefähr, ich wollte es gerade auf dem Bildschirm zeigen, halt in der Nähe, von Gegnern in der Nähe aufgedeckt werden, oder wenn sie eine Fähigkeit aktiviert. Zusätzlich dazu kommt noch eine richtig geile Fähigkeit, und zwar, dass Evelynn 1% ihres maximalen Manas pro Sekunde reckt, wenn sie unsichtbar ist. Also das ist sau cool, sau krass. Und ich hatte ja am Anfang so ein bisschen Schiss vor dem Fizz. Weil Fizz ist ja immer so eine Sache. Also Fizz ist ja schon eklig. Finde ich. Also gegenzuspielen. Mitzuspielen, sau cool, gegenzuspielen, echt. So, was ihr da jetzt die ganze Zeit seht, diese Spikes, die aus dem Boden kommen, das ist mein Q. Der Hassausbruch. Dabei ist es so, dass halt so kleine Spikes den Gegner halt oder halt in eine Richtung gehen. Bevorzugt werden Ziele, die von Evelynn kürzlich angegriffen wurden. Aber ihr könnt es auch ein bisschen durch die Maus beeinflussen, habe ich zumindest das Gefühl. Und in je nachdem, in welche Richtung ihr Looky Looky macht. Das ist ein bisschen unterschiedlich. So, als zweites haben wir hier W. Und das ist auch der Skill, den ich als zweites durchskille. Na, 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 na. Mit Evelynn seid ihr übrigens nur am Roamen. So nebenbei. Aber pst, das darf keiner wissen. Gut, Evelynns Passive, dunkle Raserei, ist ganz einfach. Ihr habt eine Passive. Und zwar Evelynns Zauber, die gegnerische Champions treffen, gewähren ihr nochmal Lauftempo. Das heißt, ihr erhaltet Lauftempo, während ihr hinter dem Gegner herrennt und euren Q spammt. Kann es was Cooleres geben? Also jetzt ernsthaft.
Kann es was Cooleres geben? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wichtig ist halt auch, dass ihr euch mit Evelyn genau so stellt, dass ihr halt die Spikes nicht an ein Monster, an ein Minion verschwendet, sondern an möglichst viele. Naja, egal. Die Passive ist relativ cool. Die Aktive ist noch um einiges cooler. Die Aktive von Dunkle Raserei ist so, dass sie das Ding aktiviert und alle verlangsamenden Effekte von Evelyn runternimmt und das sogar noch Lauftempo gibt. Also wenn ihr es aktiviert habt. Ultra cool. Gut, kommen wir jetzt zum E. Verwüstung. Dabei ist es so, dass halt Evelyn auf das Gegner, auf das gegnerische Ziel einmal eindonnert. Ja. Und dabei macht die halt. Oh, 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 wo komm schon. Oh, Dreck. Bin ich gestorben. Nein! Ich darf nicht sterben! Egal. Dass sie halt auf das gegnerische Ziel eindonnert. Das macht ein bisschen Damage, geht aber nur auf ein Ziel, ein einziges spezielles Ziel. Und danach ist es so, dass das gegnerische Lauftempo ein wenig reduziert wird. Oder? Ne, das war früher, stimmt. Heute ist es so, dass das Gegner, dass euer Angriffstempo erhöht wird. Also es ist schon. Ja. Evelyn ist ja neu gemacht worden vor schon mittlerweile einer guten langen Zeit. Aber ich bin es einfach so gewohnt, dass Evelyn einfach noch diese alten Fähigkeiten hat. Und da wurde mir irgendwie nichts gesagt. Herrgott, warum redest du nicht mit mir? Ja, das frage ich mich echt, warum Gott nicht mit mir redet. Nein, Spaß. Die Sache ist ja. Na, finden sie mich? Ich bin unsichtbar, die finden mich nicht. Die finden mich nicht, die werden mich niemals finden. Die Sache ist mit Evelyn ganz einfach, ich habe alle drei Versionen von Evelyn durch. Ja. Ich habe sie in der Alpha gesehen, wo sie echt übertrieben böse war. Ich habe sie danach in ihrer anderen Version gesehen, in der sie irgendwie übertrieben schwach war. Und ich habe sie in ihrer jetzigen Version gesehen, in der sie so recht annehmbar ist. In ihrer jetzigen Version hat sich auch ihre Ulti um einiges verändert. Und zwar Umarmung der Qual. Bei Umarmung der Qual ist es so, ihr habt halt einen ziemlich großen Bereich, wie ich finde, den ihr unter Dornen, sieht zumindest so aus, oder Spikes setzt. Evelyn fällt alle Gegner in einem Bereich. Das verursacht halt extremst viel prozentualen Damage des aktuellen Lebens. Das heißt, damit solltet ihr initiaten. Und ihr bekommt einen magischen Schild, der 30%, ne, gar nicht wahr, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent, auf jeden Fall eine gewisse Anzahl an Schaden absorbiert und die halt höher wird, umso mehr Gegner dabei sind. Zusätzlich dazu ist es auch noch so, dass die Gegner noch verlangsamt werden bei der Ulti. Also es ist extremst cool. Es ist einfach extremst cool. Da ist ein Wichenwort, da ist ein Wichenwort, da ist ein Wichenwort, ich wurde gesehen. Naja. Das ist ein Witz. Wo hat der Witz den Kill her? Also von mir kann es nicht sein. Evelyn ist so cool mit ihren Spikes, so kannst du nebenbei. Ich wüsste mal gern, wo der. Oh, der Fitz hat drei Kills. Oh, der Fitz hat drei Kills her! Ich habe gerade auf dem Bildschirm geguckt und ich habe nicht mitgekriegt, dass er Fitz drei Kills gekriegt hat. What the fuck? Ja, feedet mir meine Mitte. Ja, es ist vollkommen in Ordnung.
Naja, ich habe mir die 5er Boots geholt, einfach nur weil ich sie mit Evelyn halt, dadurch, dass ich ja sehr viel roame, wirklich gebrauchen muss. Und jetzt noch die geisterhafte Erscheinung. Da sie Leben gibt, Magiedurchdringung und AP, ist sie für den Anfang ganz nett zu haben. Ganz nett. Ist jetzt nicht im bei Item of Doom und Doomness, aber ist echt ganz nett. Ja. Flup. Flup. Also der Fitz, der hat eher echt Schiss vor mir. So ein bisschen. Habe ich zumindest das Gefühl gehabt. Ob er es wirklich hatte, weiß ich nicht. Oh, da ist ein Blue Buff. Das ist ein Blue Buff für die Evelyn. Herrlich, so ein Blue Buff für die Evelyn. 2-1-1. Da rennt der Fizz. Und da renne ich. Geh ich runter? Ja, ich glaube, ich gehe runter. Ja, sie sind zwischen den Towern. Das könnte was werden. Schrägstrich, mein Team geht alles dahin. Ich konnte mich nicht ganz entscheiden. Es kann sein, dass das auch wirklich meinem Team das Leben gekostet hat. Der ist sich gerade echt geflasht. Naja, lassen wir das. Lassen wir es einfach. Wir haben mehr Kills als die Gegner. Und machen jetzt den Dragon. Ein Early Dragon, also richtig, richtig heftig. Für uns zumindest. Ich weiß, andere Teams kriegen das viel, viel früher hin und die sind viel, viel toller und bah, wir kriegen es nicht so früh hin. So, ich würde gerne unsichtbar werden. Danke. Und Wumms. Flup. Na, 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 na. Ich verstehe nicht, warum er hier rausrennt. Ich habe nicht verstanden, warum er hier rausrennt. Ganz im Ehrlich nicht. Das ist ein Yorick, der eh stirbt. Flup. Gegner ein bisschen ärgern. Flup. Aua. Fizz macht genauso viel Damage wie ich. Das ist total behindert. Wieso macht der Fizz so viel Damage? Au. Au. Alter. Nein! Ich hing hier gerade so. Komm schon, Gift. Bevor das Gift tötet, musst du ihn töten. Du musst ihn töten, bevor das Gift. Ein Kuh. Leute. Die Spiel frisst mir jetzt schon wieder an Nerven. Tun aber in letzter Zeit extremst viele. Ich meine, wir sind ja jetzt echt kurz vor... Man kann schon sagen, wir sind echt langsam kurz vorm Ende. Zumindest vom temporären Ende dieses Let's Plays. Ich bin... schwer, teilweise mittlerweile auch ein bisschen mitgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ihr müsst überlegen, das sind jetzt... Das hier müsste... Ich habe noch drei offen. Ich muss noch das. Das. Ich muss noch das. Es müsste jetzt gerade 100... Keine Ahnung. 110 oder so müsste dieses Video sein. Auf jeden Fall über 100. Und Leute, wenn ihr euch das mal überlegt. Es sind über 100 Videos. Das sind... über 110 Champions, die ich für euch gespielt habe, die ich mit euch gespielt habe, im Sinne von, ich habe sie euch gezeigt. Es sind so viele Champions, die ich wirklich heftig
Ich finde es einfach heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich fang jetzt noch lange nicht an mit dieser Melancholie-Kacke, irgendwas. Ah, Spiel ist vorbei. Bullshit, League of Legends wird nicht vorbeigehen. Ja? Ich werde immer noch Special-Videos raushauen. Ich werde noch verschiedene Arten und Weisen zeigen. Vielleicht, wenn ich Bock habe, Live-Commentaries, wie man mal so im Team spielt, wie wir so in den Teams spielen. Ihr seht ja bisher immer nur die Videos im Sinne von, ihr seht ja wirklich nur, wie es ist, wie wir dann gespielt haben. Ja, da kam der Draven. Da kam der Draven. Verdammt nochmal, ey. Aber naja, was soll man machen? Aber sowas wird halt noch kommen. Ich habe noch ein großes Projekt, anderes Projekt vor mit League of Legends. Was aber sehr schnell ich einfach nur hochladen werde und machen werde. Das wird halt ein bisschen Zeit fressen. Aber es werden ja auch noch neue Videos kommen von den neuen Champions. Von Rework Champions. Es ist ja im Moment, ich meine, ich weiß nicht, wann dieses Video, ich glaube erst in einem Monat oder so kommt dieses Video hoch. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt sein wird, ob jetzt sowas wie Heimerdinger schon gereworked wurde oder nicht. Ich weiß es nicht. Also die Reworks werdet ihr auf jeden Fall alle von mir mitkriegen. Werde ich alle dann auch schön brav let's playen und hochladen und fertig machen und so. Und ja. Gott, dann hätte ich bei Evelynn so viel machen können. Ich meine, es hat mich ja, muss ich ganz ehrlich sagen, bei Karma so ein bisschen genervt. Ja, muss ich ja ganz ehrlich sagen, dass ich dieses Replay gerade fertig hatte und dann das anfängt. Worms. Du kommst mir nicht weg. Na, oh, Doppeltöne für das blaue Team, halt die Fresse. Ja, Rühler ist Kristallzepter, da müsste gleich fertig sein. Gold müsste ich haben, 1400 brauche ich dafür. Nee, noch nicht. Nee, was ich halt auch so cool an diesem Spiel hier fand, deswegen, also ich habe ja einige Evelynn-Videos, ja. Ich habe Evelynn ja echt eine Zeit lang gesuchtet wie behindert. Warum ich dieses Evelynn-Video mir rausgesucht habe, ist ganz einfach, um zu zeigen, wie unglaublich cool es ist, wenn die beiden AFE-Carries total gefeedet werden und sich gegenseitig vollkommen in Ruhe lassen, weil sie nur am Roam sind. Ja, guck mal. Ist gut. Da habe ich meine Ulti auf den Kog'Maw gemacht. Als Rache. Ihr merkt, ich habe das Spiel da schon nicht mehr ernst genommen. Sonst hätte ich meine Ulti niemals auf den Kog'Maw gemacht. Ich meine, die Ulti hat jetzt auch nicht so viel Cooldown. Ich glaube 100 Sekunden. Trotzdem. Vor allem, ich glaube, jetzt fehlt mir auch das Geld. Nee, fehlt mir nicht. Da ist mein Bruder, das Kristalltab da. Ach, herrlich. Und einen Tower zerpusht. Naja. Alles in allem habe ich mir dieses Replay wirklich ausgesucht, weil Fizz und ich halt wirklich uns stark feeden konnten, weil wir halt ultra beide super coole Roaming-Champions sind. Und gut, unser Kog'Maw steht auch 10-1. Ja, gebe ich ihm, aber... Du, das war doof. Du, das war richtig doof. Ja, mal gucken, ob der Fizz auch langsam wieder rankommt. Da versuche ich jetzt, mich um den Fizz herumzuschleichen. Aber ich weiß, dass ich das nicht wirklich schaffen werde. Ich versuche mich jetzt hier zu verstecken. Ich weiß nicht, ob er mich sieht. Das ist doof daran. Ich glaube schon. Ich glaube ja schon. Naja, wir machen jetzt einen Drachen. Goldvorsprung ist bei uns im Moment bei 6000 etwa.
Ja, 7000 schon. Und ja, ich habe in den letzten Videos, also die ich jetzt online habe, ein bisschen von euch ein bisschen Hass gekriegt. Ich habe private Nachrichten gekriegt, wo es ein bisschen genervt hat. Also wo es die Leute genervt hat, dass ich immer so krass runde und so krass ungefähr. Immer dieses. Ich sag jetzt, im Moment haben wir etwa 8000 Gold, 7000 Gold Vorsprung. Jetzt, wenn man jetzt guckt, es sind genau 8100. Moment. Zumindest laut dieser Anzeige da oben. Das Problem ist, dass diese Anzeige A nicht unbedingt die genaueste ist, wie ich feststellen musste. Und B, wie ich finde, nicht unbedingt das Beste ist. Autsch. Ja. 1 gegen 3. Vollkommen in Ordnung getauscht. Na, ich finde halt diese Anzeige halt nicht so zuverlässig. Und ich würde jetzt zum Beispiel auch niemals aufgrund... Also am Anfang habe ich das gemacht, gebe ich zu. Am Anfang habe ich jetzt zum Beispiel gesagt, oh, wir haben 9300 Gold. Ja, und jetzt haben wir 9200 und jetzt haben wir wieder 9300 Gold und... Nee, doof. Ich fand es einfach nur doof. Und deswegen ist mir auch ein bisschen aufgefallen, das Gold ist ein bisschen ungenau. Und deswegen runde ich das halt immer ganz gerne mittlerweile so, dass ich jetzt zum Beispiel sage, wir haben jetzt nicht 10.000 Gold Vorsprung. Also ich runde es da nicht hoch, um es nicht zu übertreiben mit dem Gold. Ja, im Sinne von, oh, wir haben jetzt 11.000 Gold Vorsprung. Nee, ich versuche jetzt halt hinzugehen und sage, okay, jetzt haben wir 8.000 ein paar zerquetschte. Ja. Weil das hat viele Leute gestört. Autsch. Das dürfte ziemlich gewesen sein. Ja. Und dann ist schon wieder so wenig Leben. Das war doof von mir. Evelyn ist kein Champion, der gegen 5 aushält. Aber unser Kogma pusht oben auf der Top-Lane. Hat auch schon einen richtig guten Farm mit 130. Wird aber hier stark angepinkt. Dass er hier auf der Top-Lane ist. Und ich glaube, er dürfte das Ganze auch jetzt gleich nicht überleben. Das wird ihn das Leben kosten, das er hier so gepusht hat. Vielleicht nimmt er noch jemanden mit. Jawohl. Legendär terminiert. Ach ja. Gut, ich habe mir jetzt mit Evelyn noch nicht wirklich was mehr geholt, außer jetzt noch Lyandras Qual, um die Spikes noch ein bisschen so Spike-Damage zu machen. Aber alles in allem. Yo. Toplane. Scheint gut für uns einigermaßen zu laufen. Ja, läuft richtig gut für uns. Und ich kann auf der Bottomlane jetzt pushen, um meinen Farm wieder aufzuholen. Ich habe mit Evelyn halt meistens einen relativ schlechten Farm. Bis so Mitte des Spiels, Anfang Mitte des Spiels, ja, wie man jetzt gerade sieht. Ich habe noch keinen Farm, macht 22 Minuten noch nicht 100 Farm, was ja normal ist normalerweise mit einem AP-Carry. Aber Evelyn ist sowieso so ein bisschen anderer AP-Carry, wie ich finde. Und jetzt Blue Buff. Blue Buff klauen. Ich finde es halt so ätzend, dass sie so viel mit Wishnurots rumhantieren. Also zumindest am Anfang auch romantiert haben. Ich weiß nicht, ob es... Jetzt haben sie noch einen am Drachen. Und über den laufe ich, glaube ich, gleich direkt instant drüber. Aber bisher sieht das Spiel echt in unseren Gunsten aus. Und ich war echt erstaunt, dass die Gegner das sich so lange gehalten haben. Und man muss dabei sagen, wir haben auch nachher extremst viele Fehler gemacht. Und diese Fehler haben das Spiel halt wirklich in die Länge gezogen, wie Hölle. Es war nicht schön. Es war nicht schön. Wukong lässt sich da hinten alleine absnacken.
Habe ich meine Ulti noch? Da gehen sie lieber auf den jetzt auf den Fisch. No, oh, oh. Da, der Draven rennt auch noch ein bisschen weg. Ist auch ein bisschen komisch. Und jetzt heißt es hier mal so pushen und da sehe ich schon wieder, wie der Kuckuck zurückgeht. Ah! Also ich habe mich während des Spiels jetzt nicht so unbedingt aufgeregt. Ich fand es eigentlich ziemlich cool. Aber irgendwo dachte ich mir so, teilweise waren da Situationen, wo ich mir dachte, ach, da wollten die Gegner das rendern. Es wäre schön gewesen, wenn sie es da getan hätten. Zumindest fürs Let's Play. Ich weiß, ich habe in dem einen Video, wo ich es gesagt habe, dass es schön gewesen wäre, wenn die Gegner jetzt surrendert hätten, dann hätten die sie 10 Minuten Qual erspart. ja. Gott, was habe ich denn anstattdessen euch gekriegt? Aber, ganz im Ernst, ich habe es euch danach erklärt. Und dieses Spiel hier mit 55 Minuten, bisschen mehr sogar, ich glaube es waren 56 Minuten, das ging einfach zu lange. Aber es war in meinen Augen das schönste Evelynn-Spiel, das ich hatte. Auch wenn ich am Ende ein bisschen runtergefahren bin, von der Stärke und so weiter. Aber irgendwo dachte ich mir, okay, nehme ich das jetzt. Ich hätte jetzt auch noch auf ein anderes warten können. Oder ein anderes nehmen können. Ich hatte ja noch genug eigentlich. Aber, ich weiß nicht, wollte ich nicht. Nee, das wollte ich nicht. Ich wusste jetzt hier nicht, ob Wukong das überlebt. Hole ich mir jetzt endlich meinen Riesenstab? Jawohl, Riesenstab. Evelynn hat so ein teures Itembild. Und viele Leute dürfen sich jetzt schon beschweren, dass ich noch keinen Deathfire Grasp habe, dass ich noch keinen Flup, das war doof. Da kommen sie weg. Beide. So wenig Leben. Ja, ich weiß, mir fehlt Rabadons. Rabadons kommt doch jetzt. Mann, ey. Ich hab euch sich schon beschweren hört. Oh. Flup. Ja. Kegelstil. Jetzt geht's weiter ab. Mit dem Leben sollte ich vielleicht nicht mehr unbedingt irgendwo rumlaufen. Ist ein bisschen ärgerlich, immer wieder so früh zurückzugehen zu müssen, aber ohne wirklich einen Einfluss auf irgendwas gehabt zu haben. Kein Assist, kein Geld, kein gar nichts. Ich hatte sogar genug Geld für den Stab. Der Fizz ist halt schon ein bisschen weiter als ich. Das heißt, so weit ist er gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie sieht es denn mit dem Gold aus? Zwischen uns beiden. Ich habe sogar mehr Gold als der. Ich habe halt nur hier Meliandras geholt. Was er halt nicht hat. Er hat sich dafür halt direkt Rabadons geholt und dann Glanz. Plus er hat ja mit dem Karges Glücksdolch, ich muss ein bisschen live kriegen. Scheiße. Aber es ist überraschend. Ich hätte jetzt gedacht, er wäre ein bisschen weiter vorne. Oh. Wir lassen uns gerade die ganze Zeit so verprügeln. Gegner kommen langsam aber sicher richtig an uns ran. Was total ärgerlich ist. Ja. Komm doch, Fizz, du traust dich sowieso nicht. Komm doch, Fizz, du traust dich sowieso nicht. Na.
7 Kills sind wir nur noch vorne. Das heißt nur noch. Es ist immer noch eine Menge, die wir vorne sind, aber... Hi. Hi. Ja. So viel dazu. Amumu hat sich Griff des Todesfeuers gekauft. Okay. Warum auch immer. Bisher fand ich das Amumu-Bild gut. Jetzt finde ich es ein bisschen seltsam. Und sonst von den Itembildern? Ah, auf die kann ich auch nochmal nach langer Zeit nochmal eingehen. Bis auf das Wukong sind sie auch fast dasselbe Itembild haben. Und unser Xinsau noch keine Schuhe hat. Mir gerade auffällt. Hä? Ja gut, ich finde das Itembild von unserem Rengar ein bisschen interessant. Hatte der nicht gerade eben noch Karks Glücksdolch? Hä? Hier dachten die Gegner, er wäre alleine. Und da bin ich auch. Da sind aber noch mehr Gegner. Wow, 5 Gegner. 5 Gegner. Und sie haben uns 3-0 rausgehauen. Vielleicht kriegt Kog'Maw wenigstens dafür den Bot-Tower. Und wir haben endlich Rabadons. Na, vielleicht. Komm schon. Komm schon. Kog'Maw. Nimm ihn mit. Jawoll! Oh, Mann. Da wird in Sachsen-Sau abgefangen. Oh. Oh. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Nein! Ah! So knapp. Das ganze Spiel so knapp. Herrgott, doch mal. Also das Spiel wurde jetzt echt in die Länge gezogen und wie gesagt, wir haben jetzt noch 20 Minuten vor uns. Wir sind jetzt schon bei 44 Kills. Ihr könnt euch vorstellen, was dabei rumgekommen ist teilweise. Für geile Aktionen, muss ich ehrlich sagen. Mittlerweile lüftet der Fizz aber doch weit über uns im Goldsee. Nö, 200 Gold vor uns. Einfach nur, weil wir 60 mehr Farben haben. Das ist cool. Oh, direkt die beiden Tanks. Sie haben halt wirklich Tanks und wir haben halt keine Tanks. Nicht wirklich. Wukong spielt ein bisschen off-tanky und unser Xinsau auch so ein bisschen off-tanky und unser Rank auch so ein bisschen off-tanky, aber einen wirklichen klassifizierten Tank, sowas wie Amumu oder eben die Leona, die auch schon mittlerweile recht tanky ist, haben wir gar nicht. Fehlt halt die Tankrolle. Ja, die fehlt wirklich. Krass. Ah ja, was soll's. Da kommen sie alle langsam in die Mitte. Ich versuche mich jetzt weiter hinten zu halten. Weil mich dürfen sie halt am Anfang, wenn sie mich am Anfang nicht erwischen. Ja, wenn ich von der Seite rein kann und dann drin stehen kann, wenn die alles rausgebürstet haben, dann kann ich auch was mitnehmen. Und dann können wir den Fight auch locker leicht gewinnen. Wie man jetzt sehr gut sehen konnte, das konnten wir... Sie dürfen mich halt nur nicht erwischen. Das ist halt ziemlich cool bei Evelyn. Durch diese Unsichtbarkeit könnt ihr halt extremst lange am Rand stehen. Und ihr könnt extremst lange diesen ganzen Teamfight, diesem ganzen Aufeinanderprallen und alles fusen und Damage ein bisschen umgehen. Nope. Nope.
Ihr könnt dem Ganzen halt ein bisschen umgehen und das finde ich ziemlich cool an Evelyn. Und es ist auch sehr, sehr wichtig, dass sie das tut. Also es gibt einen Grund, warum Evelyn diese Passive hat mit der Unsichtbarkeit. Weil wenn ihr später in den Teamfight reinkommt, besonders bei so Ultis wie Leona, Mumu, Fizz, gut, die anderen beiden Ultis sind jetzt nicht so interessant. Aber, da fehlt mir anscheinend ein bisschen Gold für irgendwas. Wenn ihr halt wirklich so Ultis habt im Gegnerteam, da müsst ihr halt schauen, dass ihr mit eurer Unsichtbarkeit halt ein bisschen außen herumlaufen könnt. Und wenn ihr dann außen herumgelaufen seid, ja, dann könnt ihr euch hinstellen, könnt... Na, was hole ich mir jetzt? Wie viel Gold habe ich denn? Sonjas, instant. Ich habe mehr Gold wie der Fizz. Ja, aber dann könnt ihr euch halt wirklich hinstellen, könnt dann richtig bursten. Oh, Rengar. Rengar hat keine Ulti mehr. Oh, das war's. Rengar wurde erwischt. Ich versuche jetzt irgendwie mich an die Gegner ranzusneaken. Jetzt. Wumms, Impact. Explodier, Evelyn. Oh, Damage. So cool. Also Evelyn ist unglaublich cool. Und vor allem, wenn ihr mit diesem Item Will spielt, das ich euch gerade so ein bisschen empfehle, ja, also versuche irgendwie beizubringen, dass dieses Item Bild cool ist, weil ich benutze es ja und wenn ich benutze, muss es cool sein. Nein, Spaß. Habt ihr halt vor allem mit dem Realize, das ich mir ja sehr früh kaufe, plus der Passiven von der W, ja, dass euer Lauftempo insgesamt plus 80 werden kann. Dann habt ihr ein ultra riesen Lauftempo von 300, fast, ja, 400. 400 kriegt ihr gut hin. 400 dürft ihr echt gut hinkriegen. Die kriegt ihr ja so schon hin, passiv, nur wenn ihr die Schuhe anhabt. Sagen wir, ja doch, 400. 400 klingt, ich mach das hier aus. 105, doch, 400 kriegt ihr locker hin. 400 kriegt ihr locker hin, dann seid ihr mit 400 Laufspeed dem Gegner hinterher und jeder Kuh slowt die Gegner. Und hier stehe ich zu nah drin. Zu nah drin und da bin ich praktisch instant weg. Und jetzt hat mein Team auch keinen Damage Output mehr. Nicht mehr wirklich. Dieser Fizz! Okay, zwei hat er noch mitgenommen. Naja, das ist ein Baron für den Gegner. Wir sind nur noch 4 Gold vorne. Ja, 4 Gold. 4 Kills. Fizz ist fast Fullbild. Wir noch nicht. Uns fehlt noch ein Item. Gut, im Fizz auch. Und die Gegner kriegen jetzt den Baron. Die Gegner kriegen jetzt Baron. Wir sind nur noch 9000 Gold vorne. Nur noch 9000 Gold. Oh, wie doof. Ja, da habt ihr gesehen, was passiert, wenn ihr eben nicht es richtig anstellt. Wenn ihr nicht... Oh, Homeguards. Oh, that Evelyn! That Speed! Da opfert er jetzt sein Leben für den Tower. Ziemlich dämlich, wenn ihr mich fragt. Aber nee, was will man machen? Nee, was halt ist, wenn ihr nicht so weit wegsteht, ja, dann könnt ihr daraus wirklich was reißen. Aber wenn ihr... Und Kuh, komm schon, ein Kuh, jawohl. Kuh, Fisch. Fisch macht Schaden. Fisch ist böse. Aber wenn ihr euch halt wirklich raushalten könnt, wenn ihr wirklich wegkommen könnt von... Oh, da habe ich das Kuh nicht durchgekriegt. Was soll denn der Rotz? Wenn ihr halt CC't werdet, habt ihr ein Problem. Wenn ihr durch diesen Massen-CC so viel verliert, dann seid ihr einfach am Arsch. Nett gesagt.
Also richtig nett gesagt. Wow. Bums, immerhin noch. Alter. Dreifachtötung. Dreifachtötung, sagt die. Zwei Kills. 600 Gold. Ne, 700. Ne, 600. Ach, sagen wir 700. Egal. Wir verlieren gerade Boden ohne Ende. Wir lassen uns jedes Mal dumm absnacken. Und wir ziehen das Spiel gerade so unnötig lang in die Länge. Das ist so traurig. 1000er Laufspiel übrigens. Ganz, ganz cool. Das ist so traurig. Sonjas. So. So. Kuh, Kuh, Kuh. Ah, Kuh doch. Du doofe Kuh. Fuck. Alter. Ich bin gerade übrigens mit am Fiebern. Was aber daran liegt, dass ich nicht mehr genau weiß, ob wir dieses Spiel gewonnen haben oder nicht. Fällt mir gerade auf. Und dadurch, dass ich ja eigentlich immer nur versuche, ein bisschen mein Ego zu steigern, das gebe ich ja offen und ehrlich zu, indem ich eigentlich nur gewonnene Spiele hochlade, bin ich da gerade so ein bisschen so, oh, oh, fuck. Ja, 4000 Gold nur noch. Ein Kill. Oh Mann. Oh, lauf, Evelyn. Ich finde das cool mit den Home Guards. Und dass Evelyn ja eh so einen schnellen Laufspeed hat. 446er Laufspeed. Upp. Alter, haben die bei uns viel gebordet. Das ist krank. Das ist krank und blöd. Yo. Fizz ist halt, wenn er gefeedet ist, Alter, 27 Kills auf dem Fizz. Nur 14 auf uns. Also es ist... Alter Schwede. Krasse Scheiße. Das ist gerade mal echt übel. 5000 Gold Vorsprung. Wir lassen uns wieder in der Mitte absnacken. 5 gegen 3. Ein Kill hinten. Da laufe ich jetzt gerade einfach nur dumm. Nicht, ich wollte gar nicht mehr helfen. Das war schon vorbei. Zwei Kills hinten. Zwei Leute, die treffen müssen. Fuck! Und das Spiel nimmt und nimmt noch kein Ende. Der Fizz ist halt böse. Er ist Fullbild übrigens. Und so ein Fullbild-Fizz ist halt immer echt mies. Boah, das Laufspeed. Wow, wow. Ha! Ha! Da musste ich mich rausflashen. Müsste eigentlich genug haben für Homeguards. Und flupp, 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 flupp. Komm schon, Kuh durch, Kuh durch, Kuh durch. Einfach Kuh durchdrücken. Kuh durchdrücken. Der ist eh tot. Der ist eh tot. Go, 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 go. Wer ist noch am Leben? Wukong nicht. Oh, fuck it. Gerade noch so abgewendet. 4000 Gold vorne. Ein Kill hinten. Super Minion Spawn beim Gegner. Ihr habt mit Evelyn übrigens einen Champion, der ultra leicht mit diesen Super Minions umgehen kann. Weil eure AP einfach so geil skalieren. Ich meine, ich habe das noch gar nicht richtig erwähnt, aber wenn ihr jetzt mal guckt, ja. Hier gehen 50% rein. Hier gehen über 50% rein und hier 7%. Also 100. Für jedes 100 kriegt ihr einen extra. Das ist übel. Das ist schon echt übel. Da jetzt gehört es auf die Toplane. Toplane, Toplane, Toplane. Wo will unser Rengar hin? Toplane. Nicht Toplane. Okay, dann nicht. Alter.
Fizz ist wieder da, wir sollten uns verziehen. Alter, diese Fights. Diese Fights sind echt der Horror. Krass, krass, krass. 60 zu 61. Also, das ist echt... Ich habe euch ja angekündigt, dass das ein kill-lastiges Spiel hier wird. Ich hoffe, ich habe nicht untertrieben. Und es ist noch lange nicht vorbei. Ich fand's cool. Extremst cool. Alter, der Fist mit 29 Kills und nur um 136er Farm nach über 40 Minuten. Das ist echt erbärmlichst hart. Ja, da konnten wir nicht viel machen, weil unser Kogma völlig woanders war. Sollten hinter uns einfach nur links ein Sau helfen. Aber links ein Sau scheint tot zu sein. Rengar geht backdoor. Ich weiß nicht, wie viel er schafft. Die Gegner haben Fizz at Homeguards. Ne, schafft er nicht. Schafft er nicht, er wird sterben. Die Todeszeit 70 Sekunden, Alter. Über eine Minute tot. Krasse Scheiße. Also das Spiel war wirklich, vor allem jetzt, wo die Gegner wirklich immer wieder am Zurückdrängen sind, immer wieder am Drehen sind, ist es hart. 3000 Gold Vorsprung haben wir immer noch, ja, nur durch den Farm, aber der interessiert an diesem Punkt des Spiels gar nicht mehr. Ich meine, mich würde es interessieren, ob wir es schaffen, in diesen 10, 15 Minuten, die wir noch haben, die 100.000 Gold-Grenze zu überschreiten. Das habe ich nämlich ehrlich gesagt noch nicht oft gesehen. Das ist erst ein oder zweimal. Noch nie in einem Replay von mir, dass ein Team es schafft, über 100.000 Gold zu haben. Nicht, dass es noch irgendwo interessieren würde. Ich habe jetzt meinen Deathfire Grasp fertig. Ich bin ebenfalls Fullbild. Aber... Wow, hier steht doch ein äußerer Turm. Wow, Toplane steht... Alter! Sowohl Top- als auch Botlane stehen noch alle Türme, sogar die ganz äußeren. Ich habe nichts gesagt. Sowohl, also die Toplane, da steht noch der ganz äußerste Turm. Krasse Scheiße, Alter. Amumu macht Drachen. Das müsste die in Gold wahrscheinlich nach vorne katapultieren. Nee. 1000 Gold nur noch Vorsprung. 1000 Gold nur noch. Fuck, Alter. Das ist so übel. Dieses Spiel ist so fucking übel. Oh, ich leide gerade mit. Mir kommt gerade alles wieder hoch, was in diesem Spiel passiert ist. Im Sinne von, ich bin jede einzelne Entscheidung. Alles, was ich dem Team an den Kopf geschmissen habe. Ihr wisst ja, ich habe es ja schon oft erwähnt. Ich meine, ihr habt es noch nicht live miterlebt, weil ich eben noch keine Live-Replays gemacht habe. Aber ich bin ein Spieler, ich fange sehr schnell an, kommandierend zu werden. Und fange dann an, Leuten, oh, ja, jetzt das, jetzt das, jetzt müssen wir das machen, Mitte, pushen, back, deffen, der und der geht da und dahin, der Blue Buff stealen, die beiden gehen dahin und so weiter und so fort. Und das habe ich in diesem Spiel auch wieder. Es kam wieder hoch und das ist, ich habe gerade im Kopf die Worte, die ich da am Verklickern war. Und das war halt das echt Heftige dabei. Ich versuche halt jetzt die ganze Zeit draußen zu bleiben. Die ganze Zeit versuche ich jetzt hinten zu bleiben. Aber ich glaube, dass die Gegner sich hier... Erste. Zweite. Und da haben sie mich erwischt gehabt. Aber im Normalfall müsste ich jetzt... so viele meines Teams sterben. Wir haben zwar den Fizz, aber sonst nichts. No. Habe ich noch Flash? Nein.
Aber ich habe da noch was. Fuck. Fuck. Alter. Ob wir das noch hinkriegen? Ich weiß, wie gesagt, gar nicht mehr, ob wir das Spiel gewonnen haben. Das ist das Schlimme gerade. Unser Inhibitor wurde zerstört. Wir müssen jetzt irgendwie versuchen, sie aufzuhalten. Wir haben den Ding rausgekriegt. Einer weg. Wir haben den Turm zerstört. Wunderbar. Ich verfolge die jetzt mal nicht, weil ich echt Schiss habe. Kriegen wir die Türme down. Der Inni. Oben der Inni. Unten der Turm ist auch fast down, glaube ich. Komm schon. Komm schon. Sag mir die magischen Worte. Jawoll! Alles klar, sie haben nur noch einen 20 Turm. Krasse Scheiße. Wir sind kurz vor 90.000 Gold und jetzt hieß es rein. Jalla! Und einfach nur weiter durch. Rengar aktiviert hier seine Ulti, um was zu sehen. Wir wollten uns hier eigentlich aufteilen, aber... Jawohl, obere Inhibitor gekriegt. Jetzt kommen sie hoch und ich sneake mich langsam drumherum. Sie wissen nicht, wo sie hin sollen. Ich sneake. Ich versuche halt irgendwen zu kriegen. Irgendwen off-guard zu erwischen. Ganz alleine. Nur eine einzige Person. Ganz alleine. Und die dann runterzubürsten und zu töten. Ah, Mann. Ich bin gerade so am Mitfiebern. Alter, ist das übel. Oh, komm schon. Nein. Ich mache halt hier auch keinen einzigen Skill. Ich will auf keinen Fall, dass sie irgendwo sehen, wo ich bin. Sie sollen in Angst leben. Und da, jetzt haben wir einen Off-Guard. Jetzt haben wir einen Off-Guard erwischt. Amu. Fuck! Zwei für zwei. Beide Ali Carries sind noch da. Beide Jungler sind noch da. Und bei uns der Toplaner noch da. Und bei denen ist der Supporter noch da. Alter. Fuck. Dieses Spiel, Leute. Dieses scheiß Spiel. Einfach nur heftig. Ihr merkt, ich bin total von der Rolle. Ich bin auch total fertig und am Arsch. Nervig gerade. Oh, zu zweit versuchen wir jetzt Baron zu machen. Zu dritt, unser Typ ist auch da. Alter. Wenn die jetzt da reinkommen, es ist so Geschichte. Komm schon. Baron, jawohl. Komm schon, tötet ihn. Mann, nein! Ja, dann tötet sie. Tötet irgendetwas. Danke. Und jetzt ist es durch. Durch. Wir sind auch wieder da. Ich erneuere gerade die Tränke, hole mir noch ein Ding, ein Orakel und dann yalla. Gut, von uns hat jetzt keiner Baron gekriegt, war aber scheißegal. Hauptsache die Gegner kriegen keinen Baron. Rengar und ich sollten hier hinten verteidigen. So knapp vor 100.000, Alter. So knapp vor 100.000. Oh, jawohl, Fizz erledigt. Ah, verdammt. Er hat unseren Kogma erledigt. Ah, verdammt, unser Prinz ist kaputt. Oi. Jetzt. Er hat mich nicht in der Ulti gehabt. Jetzt ist vorbei. Den krieg ich. Verdammt, den krieg ich nicht. Aber den krieg ich. Wow. Nächster Enni weg. Oh, Rengar. Ich versuche hier den Rengar irgendwie zu beschützen. Während unser Xensau gestorben ist. Und wir jetzt hier noch den Inni wegmachen müssen. No. Komm schon. Den krieg ich. Krieg ich. Jawohl. Haha. Ha.
Und jetzt ist nur noch sie da. Und ich hab noch Zeit. Ich hab noch Zeit. Alter. Alter. 4000 Gold übrigens nur noch, 3000 nur noch etwa. Bis wir Ding haben. 100.000 Gold. Das wäre ja so cool. Ich glaube, ich mache jetzt noch den Blue Buff. Alter, das wäre ja mal cool. 70 zu 73 übrigens. Ja? Wir stehen 17, 11, 19. Gut, der Fit steht 31, 12, 15. Ja, gebe ich euch. Trotzdem. Ich habe eine gute Erwähnung. 3000 Gold nur noch. 3000 Gold nur noch. Das finde ich sehr schade, dass man das in-game nicht sieht. Aber wir wollten jetzt keinen Fehler mehr machen. Wir wollten hier einfach nur noch beenden, das Spiel. Das war uns im Moment gerade das Wichtigste. Fullbuilds sind alle. Ja. Adi Carry hat sogar schon sein Ding verkauft. Seine Schuhe und seinen Guardians. Weil wenn Guardians nützt einem, diesem Ding ist jetzt gar nichts mehr. Bums, 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 bums. Joi, joi, joi. Direkt wieder auf den Inhibitor. Gucken, dass der Inni wieder abgeht. Ich versuche hier wieder unsichtbar zu werden, damit ich den Fitz erwischen kann. Neben dem ich mich jetzt gesonniert habe. Und ich jetzt sterbe. Nee, ich sterbe nicht. Ich sterbe nicht. I'm still alive. Komm schon. Komm schon. 100.000 Gold. Jawohl. Alter, das war's. Das wird jetzt beendet. Krass. 100.000 Gold. Das ist eine Menge Gold. Ja? Finde ich jetzt. 22.000, 25.000. Hey, so weit ist der gar nicht vorne. Ja, 700 nur. Alter. Krass. Krass, krass, krass. Gut, ihr habt gesehen, wie ich Evelyn spiele. Ich gehe am Anfang relativ mit Boots und mit Boots und den Heiltränken. Das reicht, weil ihr braucht am Anfang keinen Mana-Rack. Das könnt ihr euch durch eure Passive, wenn ihr genug unsichtbar rumlauft, könnt ihr das euch holen. So, ihr habt mit dem Q am Anfang genug Grunddamage. Wichtig bei Evelyn ist, dass ihr viel roamen geht. Dass ihr viel irgendwo rumlauft und andere Lanes gankt. Andere Lanes terrorisiert. Dass sie Geld rausschmeißen für Vision Wards. Also für Lila Wards. Und so weiter und so fort. Das ist extremst wichtig. Aber ihr dürft eure Mitte nicht verlieren dabei. Das heißt, ihr müsst aufpassen. Wann ihr geht und wann nicht. Wann ihr bleiben müsst und wann ihr gehen müsst. Gut. Nach dem. Mhm, genau dem. Ja, ihr wisst, was ich meine. Genau, gut. Hole ich mir normalerweise 5er Boots. Dann hole ich mir die Maske. Und zwar erstmal die kleine Maske. Dann hole ich mir Rabadons. Dann hole ich mir die große Maske. Nee, gar nicht wahr. Ich hole mir dann, nach der Maske hole ich mir erstmal Rühleis. Nach der Maske hole ich mir Rühleis, dann hole ich mir Rabadons, dann hole ich mir die große Maske, dann hole ich mir Sonjas und dann hole ich mir Deathfire Grasp. Also, 1er-Schuhe, kleine Maske. Nee, 1er-Schuhe, kleine Maske, 5er-Schuhe. Rühleis. Rabadons, große Maske, Sonjas und dann hier dieses Griff des Todesfeuers. Ich hab's geschafft. So viel dazu. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Blackseed. Ciao, ciao.